Schnell das Umkehrspiel. Draußen wartet Grote, bringt die Flanke, Wilke verpasst. Taylor ist da, 1:0, 9. Spielminute. Was für ein katastrophaler Auftakt, eine Fehlerkette, die man sich mehrfach um den Hals wickeln kann. Aus Chemnitzer Sicht. Hier der Ballverlust von Stresser. Kann abspielen. Taylor setzt nach, holt sich den Ball. Flanke auf die Außenbahn. Grote bringt den Ball. Wilke schlägt über den Ball. Und Matthew Taylor vollendet. Er hat schon beim 2:0-Sieg zum Auftakt in Burghausen getroffen. Jetzt als